Entschuldigen, gibt es so etwas wie eine objektive Wirklichkeit? Nada es absoluto. Nichts ist absolut. Alles verändert sich, alles bewegt sich, alles dreht sich, alles fliegt und verschwindet. Was prägt denn unser Weltbild? Gleichungen sind wichtiger für mich, weil die Politik für die Gegenwart ist, aber eine Gleichung etwas für die Ewigkeit. Entschuldigen Sie, was kann man noch glauben? Sind Medien vertrauenswürdig oder verbreiten sie nur Fake News? Also, ich hab's da mit dem Moses. Du sollst nicht lügen. Fake News. Fake News, Fake News, Fake News.